Willkommen zurück zu Ungeschafft, wo ich mich an Leveln versuche, die bisher noch niemand abgeschlossen hat. Und diesmal habe ich den Tag auf Speedrun, also gegen die Zeit, gestellt. Das wird bestimmt super spaßig. So stuffy tough. Von TJIF. Ach, ein Wonderpilz muss ich auch noch sammeln. Und das, während mir die Zeit im Nacken sitzt. Kein Problem. Ah, Unterwasser Cassidy. Oh Gott. Ach, das ist automatisch jetzt hier. Ja, ist auch gar keine Zeitverschwendung oder so. Ich guck mich mal kurz hier oben um. Das ist ein Grund, warum man da hin kann. Ich hinterfrage immer die Dinge. Das sollte ich seltener tun. Meistens hat es überhaupt keinen Zweck. Wie viele rote Münzen sind das? 7? Aha. Und das sind wahrscheinlich die verschiedenen Eingänge zu den Münzen? Nein? Einfach random irgendwelche Röhren platziert. Ist in Ordnung. Oh, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Da hinten ist die Röhre übrigens abgeschnitten. Hui! Gucken wir einfach mal irgendwo rein, wo es... Ach nee, das ist einfach nur Pickup Door. Okay. Geil. Welche habe ich jetzt genommen? Ach! Wieder was Neues rausgefunden. So arbeite ich mich jetzt vorwärts. Nein! Na gut, dann eben die goldene Mitte. Auch nicht! Das ist schlecht. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber was? Oha. Was, wenn er den One-Up-Pilz versteckt hat? Was ist da oben? Egal, ich gönne mir jetzt erstmal den Pilz. Und dann mache ich den Sprung nochmal. Ich will wissen, was da hinten ist. Vielleicht ja nichts. Ist auch gut. Dann gönne ich mir den Pilz und anschließend gehe ich in diesen Softlock. Wieso habe ich das gewusst? Ich habe es irgendwie gewusst, dass das ein Softlock ist. Wo soll ich ihn dann aber überhaupt... Wow! Wirklich? Dann ist der One-Up-Pilz garantiert. Der ist garantiert auch irgendwo in einem random unsichtbaren Block. Ach, hier bin ich noch nicht mal richtig. Mhm. Da ist das Ziel. Ich brauche nur noch das One-Up. Nein! Ich meine, mehr random geht ja schon fast gar nicht. Boah, ey. Ich traue mich nicht wirklich da hinten rein, weil ich da nicht mehr rauskomme. Egal. Oh. Mir wird die Entscheidung abgenommen, das ist nett. Kann ich? Was kann ich eigentlich überhaupt? Das deaktivieren und dann ganz schnell die Bombe? Komme ich dann rechtzeitig hier raus? Nein, das dauert viel zu lange. Dang it. Nein, nein, da ist einfach nichts. Ich kann es noch 5-mal probieren. Ich habe halt noch den letzten Funken Glauben an den Levelersteller, dass diese beiden Röhren hier nicht vollkommen umsonst da sind. Da ist aber halt echt nichts. Hier ist nichts. Ah! Keine Ahnung. Das Level ist unmöglich. Was stand da? Hidden Spring hier. Aha. Soweit ist also auch schon ein anderer gekommen. Tja, don't go in here. Das habe ich ebenfalls schon rausgefunden. Ich kann mir nicht vorstellen, wo es hingehen soll. Das ist der einzige Weg. Und den überlebe ich nicht. Selbst wenn ich hier rauskäme, wo soll ich denn anschließend hin? Ist ja auch alles zu. Okay, pass auf. Ich versuche mal hier durchzugehen. Oh, ganz toll.
No! Oh, doch, natürlich. Nehme ich gerne an. Das ist ein weiterer Weg. Geht's hier vielleicht rein? Ah, oh, das ist schlecht. Je mehr Wege es gibt, desto mehr Zeit kann ich verschwenden. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, hier will ich nicht runter, oder? Da sind zwei rote Münzen. Aber es steht ja nicht fest, dass ich die überhaupt brauche am Ende. Vielleicht ist die Schlüsseltür nur ein Fake-Out. Oder ich krieg alle. Dann ist es natürlich kein Problem. Jetzt fehlt mir nur noch das Leben. Ah! Lil! Was für ein Lack! Muss ich den Schalter noch umstellen? Ja. Aber der Weg müsste jetzt eigentlich frei sein durch die Bombe. Lassen Sie das bitte bleiben. Jetzt habe ich fast schon den Willen, mich noch mehr hier umzusehen. Ich tue es aber nicht. Yes! Das hätte eigentlich ein Buu verdient, aber weil ich jetzt Erster geworden bin, bin ich zu gut gelaunt dafür. Weil ich dachte wirklich, das würde mich wesentlich länger beschäftigen. Das sah furchtbar aus. One up. Irgendwas. Das sieht so toll aus, das Thumbnail. Es zieht mich direkt hinein, wie ein Gemälde aus Mario 64. Aber diesmal darf ich sogar alle 5 One-Up-Pilze sammeln. Wir steigern uns. Aha. Einer ist bereits mein. Wie viele Sekunden hatte ich von Anfang an? 30? Oh, yes. Ich habe also 30 Sekunden Zeit, hier alles zu erkunden. 5 Leben zu sammeln und anschließend noch ans Ziel zu gehen. Oh, come on, das ist ja... Ist das machbar? Okay, es haben erst 9 Leute probiert, aber trotzdem. Was ist Snierinne? Ich muss wissen, was Snierinne ist. 80 Versuche wurden hier bereits reingeballert von 6 verschiedenen Leuten. Irgendwie, ich stelle meistens auf 500 Versuche oder weniger, aber es macht gar keinen Unterschied. Ich habe auch schon mal auf 1000 Versuche oder weniger gestellt. Das, was man vorgeschlagen kriegt, sind meistens Level, die bisher nur von ganz wenigen Leuten gespielt wurden. Hm. Oh Gott, was ist das? Muss das sein? Irgendwie? Ich mag das Konzept. Es sieht nicht nach einem total schlechten Level aus. Vielleicht ist es einfach nur schwierig zur Abwechslung mal. Diese Eisphysik. Ich will direkt oben durch. Ah, das geht echt schneller, Toadaddy. Oder vielleicht auch nicht. Ah! Moment! Ich muss die erst übereinander stapeln. Jetzt wird's eng. Nein! Oh, Toady, du bist so ein Lappen. Es ist unglaublich. Das war einigermaßen schnell. Ich schaff's nicht, das mit einzubauen. Aufstehen! Ich hab einen Abschnitt geschafft. Das kann sich sehen lassen. Boing. Kann man nicht mitnehmen, ne? Das ist so schade. Warum kann man Schneebälle nicht durch Röhren mitnehmen? Sind Röhren so heiß? Ach, jetzt werde ich von unten verfolgt. Könnt ihr eigentlich alle kaputt machen? Was hindert mich daran? Okay. Merkwürdig. Und natürlich direkt in die nächste Chose. Da oben ist das Ziel. Was ist denn heute los? Nein! Komm, das überlebst du, wenn ich keinen Wandsprung gemacht hätte, ja.
Aber das ist nun mal 3D World. Man macht überall und immer Wandsprünge, egal ob man das will oder nicht. Irgendwie so. Was ist das? Ist das vielleicht mal ein richtiges gegen die Zeit Level? Nur 33 Versuche? Ich frage mich immer, wo diese Level die Herzen herkriegen. Das sind bestimmt welche, die sich verdrücken. Was ist das? Ist das das heutige Thema? Sammle alle Wanna-Pilze. Von mir aus. Oh yes, nach sowas habe ich gesucht. Nicht wirklich, aber ich nehme es gerne an. Da drüben ist auf jeden Fall ein One-Up-Pilz. Wie komme ich denn da dran vorbei? Wenn das Trampolin nicht wäre, ja, aber das stößt mich direkt da rein. Ah, ich hasse solche Sprünge. Egal, was ich versuche, ich lande immer auf dem Notenblock. Nein! Das ist bestimmt die Stelle, an der alle aufgegeben haben, weil man kommt nicht vorbei. Da muss es irgendeinen Trick geben. Wow! Das ist eins. Und ich habe noch 4 Sekunden. Ich muss das Ganze nochmal machen. Das ist aber drin. Ist es schneller zu springen oder langsamer? Das muss es sein. Yes! Ah, guck mal, das hat sogar Speedrun im Namen. Und es hat noch niemand abgeschlossen. 50 Sekunden. Ich bin bereit. Wie viele Versuche hatte das? Oh, keine Leben? Wie langweilig. Naja, dafür 10er-Münzen. Irgendwie haben Speedruns alle Zielbedingungen. Warum das denn? Was ist denn das? Oder ist das alles nur ein riesiger Troll und ich muss in die andere Richtung laufen? Ach so, warte mal. Ich krall mir die Münze und gehe anschließend tatsächlich wieder zurück. Es ist so gedacht. Lol. Okay, ich bin weiter. Vielleicht ist das die Stelle, die viele zum Aufgeben gezwungen hat. Dieser kryptische Anfang. Hier sind eine Menge Münzen. Und sogar Leben. Kriege ich die doch noch? Ah! Oh. Ich weiß nicht, wie ich das Trampolin da berühren soll. Warum berühre ich das nicht? Wie tief muss ich denn da rein? Okay. Man muss hier aus dem Stand springen und dann exakt in dem Moment, wenn man das berührt, in die andere Richtung wechseln. Wenn ich das geschafft habe, sieht es aber so aus, als wäre das das Ende. Hartes Finish, aber dann ist es vorbei.
Yes! Zeit reicht gut. Wo ist die Münze, wenn ich die jetzt verpasst hätte? Nices Level. Doch, das war echt in Ordnung. Es war ein bisschen komisch am Anfang, aber kann auch nur an mir gelegen haben. Bin ich der Erste? Tatsache. Es kriegt ein Herzchen. Ein Speedrun, der ein Herzchen kriegt. Ich glaub's nicht. Wie wär's denn mit einem Windlevel als Finale für diesen Part? Ich hoffe... Ach nein, das hat keine Zielbedingung. Ich darf keine Leben sammeln. Es wird bestimmt grauenhaft. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ein Stern? Ist es möglich, dass ich den brauche? Weil damit kann man ja um einiges weiter springen. Sah nur so aus, als müsste ich anschließend auch noch auf den Wind warten. Oder warte, nein, das ist... Das ist ja... Was ist denn das? Mann, ich kann mir das nie merken. SMW, da wechselt der Wind hin und her, ne? Das heißt... Ich warte, bis mich der in die Richtung treibt. Das hätte bestimmt nicht passieren dürfen. Den brauche ich am Ende. Okay, los. Das ist alles? Und ich habe den Mond doch nicht gebraucht. Also die Leute werden, glaube ich, echt faul, ne, was das Abschließen von Leveln angeht. Beim ersten Mal nicht geschafft und dann aufgegeben. Okay, dann beende ich den Part für diesen... Warte, nee. Für dieses Mal, doch. So geht der Satz. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.